Willkommen in der Reichshauptstadt Berlin. Berlin präsentiert sich im Olympiajahr 1936 im festlichen Flaggenschmuck mit aktuellem Dessert, schwarze Hakenkreuze in weißem Kreis auf Rot. Die Siegessäule am Großen Stern von 1873 und das Brandenburger Tor mit der Quadriga, dem Wahrzeichen der Stadt, grüßen die Jugend der Welt, die in Gruppen staunend durch die breiten Straßen gehen. Funkturm und Sender übermitteln das Geschehen der 11. Olympiade unmittelbar an alle Rundfunkstationen des Kontinents. Der Führer und Reichskanzler Adolf Hitler eröffnet die 11. Olympischen Spiele 1936 im Olympiastadion. Im Bewusstsein des Volkes ist Berlin Deutschlands wichtigste Stadt und unter den Linden eine ihrer Prachtstraßen. Ein Schauspiel besonderer Prägung ist die Wachablösung vor dem Ehrenmal. Die barocke Umgestaltung des Berliner Schlosses erfolgte um 1700 durch Andreas Schlüter. Als geistiges Zentrum Deutschlands konzentriert sich in Berlin Kunst und Wissenschaft in einem besonderen Maße und führt durch seine Lage zu schöpferischer Kraft. Aus dem Wechsel zwischen Flusslandschaft an der Spree und pulsierendem Großstadtrhythmus, wie hier am Alexanderplatz, bezieht Berlin seinen besonderen Reiz. Besucher schätzen die Lebensfreude der Berliner und den Spaß am Tanz zwischen Molle mit Schuss und süßer Torte. Thank you.
Und die Jugend marschiert für den Führer im Glauben an eine bessere Zukunft. Planung und Gestaltung bringen neue Akzente ins Stadtbild. Ein Besuch im Zoo bringt neue Begegnungen mit den Tieren. Während man am Wannsee die Badefreuden als Ansturm der Massen erlebt. Luftfahrtministerium, dem Sitz des Ministers Hermann Göring, wird das Schicksal des deutschen Volkes für die Zukunft im Wesentlichen mitentschieden. Musik